Die Messe-News werden präsentiert von Barlog, Werkstoffe und Lösungen aus Kunststoff. Und Telsonic. Herzlich willkommen zu den PlusTV Messe News. Wir berichten für Sie direkt von der K 2019 in Düsseldorf. Die K 2019 in Düsseldorf hat ihre Tore geöffnet. 8 Messetage liegen vor den Ausstellern und Besuchern. Über 3200 Aussteller aus rund 60 Ländern belegen die 175.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in der Rheinmetropole. Die Messe Düsseldorf erwartet bis zum nächsten Mittwoch über 200.000 Fachbesucher aus aller Welt. Die K gilt weltweit auch in diesem Jahr wieder als Leistungsbarometer der gesamten Branche und globaler Marktplatz für Innovationen. Hier werden nicht nur aktuelle Trends diskutiert, sondern auch Weichen für die Zukunft gestellt. Zu den Hot Topics in diesem Jahr gehören die Themen nachhaltige Kunststoffe und Kreislaufwirtschaft, und zwar nicht nur an den Ständen der Aussteller, sondern auch im gesamten Rahmenprogramm der Messe. Wir haben Aussteller da aus über 60 Ländern, werden Besucher bekommen von, ich schätze mal, über 140 bis 150 Ländern. Und wir werden auch weiterhin Plattform Nummer 1 sein im Kunststoffmaschinen oder beziehungsweise im gesamten Kunststoffbereich. Wenn wir auf der K von den Kunststofferzeugern, den Kunststoffmaschinenbauern und den Verarbeitern wirklich gute Lösungen bieten und die Medien das wahrnehmen und darüber berichten, dann werden wir die Politik durchaus interessieren und dann kriegen wir die auch noch ins Boot und das ist wichtig. Wir sind im Moment in einer Situation, wo vieles hinterfragt wird. Wir haben einen neuen Ansatz, wir haben Circular Economy. Viele zeigen, was sie unter Circular Economy verstehen. Sie wollen diesen Weg gehen, sie wollen neue Impulse setzen, aber ich glaube, es geht auch um einen Austausch, denn wir sind alle neugierig darauf, was auch die anderen tun und das werden wir sicherlich hier auf der K erfahren. Wir von PlusTV sind live vor Ort und berichten für Sie an jedem der Messetage über die Highlights der Aussteller, produzieren Talksendungen, exklusive Standporträts sowie Experteninterviews mit den Machern und Entscheidern der Kunststoffwelt. Kurzum, mit PlusTV entgeht Ihnen nichts hier in Düsseldorf. Also klicken Sie jeden Tag rein in das Messefernsehen von PlusTV. Das waren die Messe-News für heute. Danke fürs Zusehen und bis morgen. Oh, 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 o